Ja, Glückwunsch an den Jan. Ja, wir haben heute, glaube ich, ein Spiel gesehen, was in alle drei Richtungen hätte ausgehen können, sowohl ein Auswärtssieg, sowohl ein Heimsieg als auch ein Unentschieden. Ich denke, dass ein Unentschieden dadurch, dass in alle drei Richtungen hätte kippen können, sicherlich vielleicht das gerechteste Ergebnis gewesen wäre. Aber Fußball ist nicht hätte und wäre, sondern es sind eben manchmal ganz kleine, entscheidende Dinge ausschlaggebend, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst. Ich denke, dass wir ganz gut reingekommen sind, dass wir zwar die ersten Situationen überstehen mussten, wo wir uns selber ein bisschen in die Bredouille gebracht haben, dann aber immer mehr freigeschwommen haben, das Spiel oder die Defensive stabil gehalten haben und immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt haben. Und dann kam eben diese entscheidende Situation, die erste entscheidende kleine Kleinigkeit, die so Spiele entscheidet. Und wir waren mit der Haarspitze im Abseits und dadurch ging es mit 0-0 in die Pause. Dann kamen wir raus, dann kam die zweite ganz entscheidende Kleinigkeit, die Haarspitze war ein bisschen kürzer im Haarschnitt als Scheffler, ja, die Haarspitze dahinter. Und das war dann eben das Quäntchen, was uns gefehlt hat, um in Führung zu gehen und sozusagen dann in Rückstand zu gehen. Dann war ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so zufrieden, vor allem deshalb, weil wir es vermissen haben lassen, konsequent ins letzte Drittel reinzugehen, uns da durchzusetzen. Ja, unser Durchsetzungsvermögen war nicht so da, um den Gegner dann auch nochmal richtig in Bedrängnis zu bringen. Dann hatte der Jan natürlich die eine oder andere Kontersituation, ja, die mussten wir überstehen. Und zum Schluss haben wir die zwei Gelegenheiten. Jetzt sind wir wieder beim nächsten Thema. Das war auch wieder haarscharf und knapp. Und das zählt eben im Fußball. Wenn es haarscharf daneben ist, ist er nicht drin und dann kannst du nicht gewinnen. Und dann gehst du eben zum zweiten Mal in Folge. Vielleicht nicht unbedingt als der verdiente Verlierer vom Platz, aber eben auch nicht als der unverdiente, weil wenn du die Sachen vorne nicht machst, dann musst du das eben selber dir dann auch auf die Fahnen schreiben. Danke. Ja, hallo. Mein Kollege hat viel Richtiges gesagt. Für uns war das ein ganz, ganz schwieriges Spiel, unabhängig von dem Ergebnis in Bielefeld, aber dadurch noch schwieriger geworden. Und wir sind richtig gut rein ins Spiel gekommen. Wir haben uns dann echt wirklich ein paar Mal richtig gut durchkombiniert. Leider machen wir kein Tor, dass wir Führung zielen, weil das wäre schon ganz, ganz wichtig in dieser Phase. Und dann mit dem Abseitstor, also ein bisschen kleiner Bruch da entstanden. Wir haben uns ein bisschen selber in ein paar Situationen verunsichert und dann waren wir nicht so flüssig und präzise und konsequent im Spielaufbau. Dann war alles ein bisschen träge, aber es ist eben so ein Spiel, wo du viel Druck machen musst und trotzdem schauen, dass du keinen Konter reinläufst, weil das ist gefährlich. Der Gegner macht das richtig gut. Die machen die Räume dicht, warten mit viel Personal dahinter und wenn die Ball haben, dann geht es ganz schnell vorne. Da haben die auch richtig gute Qualität da drin. Zweite Halbzeit war wichtig, nochmal ein bisschen Aufschwung zu machen und dann Führungstreffer war brutal wichtig. Es ist nur ärgerlich, dass wir dann nicht ein bisschen früher im zweiten gemacht haben, waren schon ein paar Sachen drin, die wir besser ausspielen mussten, dass wir zum Torschanzen kommen und diese Torschanzen, die wir hatten, muss man einfach ins Tor umnutzen, dann wäre das am Ende nicht so knapp und nicht so haarscharf fast nach Ausgleich bekommen, aber ich sag's, nach so einem Tag wie in Bielefeld war wichtig, Charakter zu zeigen, aufzustehen. Das, glaube ich, haben viele nicht geschafft. Deswegen Komplimenten Mannschaft und natürlich haben unsere Fans, weil deswegen sind wir heim so stark, glaube ich, weil die immer besser und immer mehr merken, wenn Mannschaften nochmal einen zusätzlichen Push braucht. Ich stehe auf, wenn du anfangen willst. Und solche Sachen sind entscheidend in diese knappe zweite Bundesliga. Und daher auch da ein Riesenkompliment an denen Verhalten nach Bielefeld-Spiel. Und heute sind die mitentscheidend gewesen, dass wir das Spiel gewinnen, die brutal wichtig für uns war. Kollege und Wiesbaden natürlich alles Gute heute. Danke.